Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem neuen MCC-Video. Er ist wieder da, ihr habt das mitbekommen. Ich habe euch ja so ein bisschen dran teilhaben lassen, welches Malheur mir passiert ist, beziehungsweise was hier defekt war. Und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr einfach mal in der Beschreibung unten scrollen, in der Infobox. Da habe ich die Videos verlinkt bezüglich einer Bestellung bei Shop Retura B-Ware und dem Garantieanspruch über Heuer bzw. Lidl. Sehr interessant, weil da kann man auch ein bisschen bares Geld sparen. Wir steigen heute wieder ein, nach jetzt über 5 oder 6 Wochen, wo nichts kam von mir, mit einem Joghurtkuchen. Den habe ich schon länger im Auge. Da gibt es ja die Homepage, da kann man sich was in die Favoriten reinloggen, wenn man denn angemeldet ist auf beiden. Das heißt auf dem PC oder Smartphone und hier über den MCC. Und den kann man machen mit verschiedenen Früchten, also Beeren. Und ich mache den heute speziell als Joghurt-Ananaskuchen. Das ist so ein bisschen was jetzt zu der sommerlichen Zeit. Einfach, ja, finde ich Ananas richtig genial. Und wen das Ganze interessiert, der kann wie immer gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Da würde ich sagen, steigen wir sofort ein und schauen wie immer, was wir benötigen. Und zwar Früchte nach Wahl, frisch oder TK, zum Beispiel Beeren, Kirschen oder Pflaumen, 250 Gramm. Ich habe ja gesagt, ich nehme Ananas, die habe ich jetzt schon aus dem Tiefkühlschrank raus. Und da muss man dann gucken, dass der Saft ein bisschen abgeschüttet wird. Und dann lässt man die einfach da stehen. Dann habe ich Mehltyp 405 hier hinten schon 500 Gramm abgewogen. Dann haben wir 4 Eier Größe L. Dann haben wir Zucker 250 Gramm. Ich habe hier braunen genommen. Dann haben wir noch Vanillezucker, muss ich gucken. Das ist der hier. Und Naturjoghurt 250 Gramm, da habe ich einen cremigen genommen. Dann 100 Milliliter zimmerwarmes Pflanzenöl, ich habe hier jetzt Raps genommen. Und dann noch 2 Teelöffel Backpulver da hinten. Butter und Paniermehl für die Form brauche ich nicht, weil ich habe so eine schicke Silikonform. Da habe ich ja auch schon die anderen Kuchen gemacht. Ich glaube Käsekuchen und was ich nicht noch alles gemacht habe. Und die sind wirklich klasse. Also ich backe immer mit Silikon. Da muss ich nicht vorher einpinseln. Das löst sich super. Also das empfehle ich. Wer da mal stöbern will, ich packe da mal so ein paar unten in die Infobox rein. Guck da mal. Also den habe ich jetzt auch schon bestimmt 10, 12 Jahre. Die gehen auch so weit nicht kaputt. Puderzucker. Hier noch 2 Esslöffel. Und dann steigen wir sofort ein. Beginnen, 250 Gramm Früchte nach Wahl, frisch oder TK, abwiegen, haben wir schon gemacht. Die frischen Früchte entsteinen, TK-Obst auftauen und abtropfen, ist hier schon fertig. Einen Teller auf den Mixbehälter stellen und darauf 10 Gramm Mehl abwiegen, denn das Obst mit 1 bis 2 Esslöffel Mehl bestäuben und beiseite stellen, also 10 Gramm. Ist jetzt 1 bis 2 Esslöffel, deswegen mache ich das jetzt hier einfach selber. Ich habe hier hinten noch dieses Behältnis mit meinem Mehl drin und da kippe ich jetzt einfach hier ein bisschen was drauf. Ja, so, zack, und bestäuben. Die wollen einfach nur erreichen, dass hier das ein bisschen gebunden ist, ja, nicht zu viel, und dass hier diese Frucht einfach nicht zu, ja, nass ist, zu feucht ist. Ihr seht das, hier einfach ein bisschen bestäubt. Und dann lassen wir das einfach jetzt mal so einziehen. Da saugt nämlich jetzt einfach hier dieses Mehl, das kennt ihr ja auch vom Soßebinden etc., saugt jetzt die Flüssigkeit auf. Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, mache ich sofort. Der Backofen läuft und ein Tipp, wenn ihr eine Silikonform benutzt, da steht meistens in den Hinweisen, dass man das Backblech nicht reintun soll beim Vorheizen, sondern kalt auf dieses kalte Backblech oder Gitterrost draufstellen und dann erst rein. Also das war jedenfalls die Info, so habe ich das immer gemacht. 4 Eier Größe L in den Mixbehälter geben. Gucken wir mal. Zack, alles raus. Immer Messer prüfen. Ich habe euch ja diesen Messerclip mal vorgestellt. Ich hoffe, bei der Silvia klappt das jetzt. Und dass auch hier beim Top Soft dieser Clip mit dabei ist, mache ich jetzt nochmal publik. Also wenn ihr nochmal diesen Griff hier, diesen PEG MCC bestellen wollt, habe ich alle Infos nochmal in der Infobox unten und da bekommt ihr so einen Messerfix-Clip mit dazu. Und zwar hat mir das der Hersteller gesagt, dass das immer beigelegt wird und zwar eine bessere Version aus Gummi, weil anscheinend die, wo ich hier habe, ja, da hinten sind sie eingetütet, die sind aus Kunststoff und die sollten anscheinend öfters mal abbrechen. Dann machen wir die Eier, da steht auch nichts trennen, also einfach rein damit.
Zack. Das geht auch immer recht fix, wenn man öfters backt bzw. was mit Eiern macht. Und dann hat man das nach einer gewissen Zeit drauf. Man munkelt sogar, dass manche Chefköche das mit einer Hand machen. Ich bin noch nicht so weit. Ich linse mal vorher rein. Ja, ist alles gut gegangen. 250 Gramm Zucker dazugeben. Jetzt gucken wir mal. Zack, jetzt dürft es wieder anzeigen, dass diese Waage wieder in Ordnung ist. Ich hatte letzt was gemacht nach der Reparatur und da hat diese Waage so ein bisschen rumgesponnen. Da bin ich mal gespannt. So, was haben wir hier? 130, genau, das war der erste Behälter. Und jetzt machen wir mal langsam. Vielleicht war ja die Haushaltswaage doch nicht so korrekt. 20, 25, natürlich kann man da auch Stevia nehmen oder eine zuckerfreie Variante machen. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Bei mir kommt hier Zucker rein. Hat genau gestimmt. Wunderbar. Das ist eine gute Küchenwaage. Ein Päckchen Vanillezucker, 8 Gramm dazugeben. Das habe ich hier. Ist das Vanillezucker? Ja, das war Backpulver, das war Vanillezucker. Dazu 250 Gramm Joghurt dazugeben. Dann nutze ich jetzt mal wieder hier diesen Spatel. Den finde ich ja nicht ganz so gut gelöst. Den hat man öfters immer mal so ein bisschen, ja, dass der nicht diese Ränder so sauber bekommt, wie man das gerne hätte. Also da gibt es welche so 1-Euro-Produkte, die sind manchmal sogar ein bisschen besser. Und da gibt es ja auch diesen, den man unten ins Messer einhakt. So, was haben wir? 245, wo man ins Messer einhakt. Und da habe ich dann auch gesehen, dass hier die Bewertungen teilweise so sind, dass die einfach gesagt haben, der macht das nicht richtig sauber unten. Also da müsst ihr mal schauen. Ich habe hier bisher den. 100 Gramm Pflanzenöl dazugeben. So, jetzt machen wir nochmal auf Tara. Das gibt dann die komplette Masse. Hier habe ich jetzt 100 Gramm wieder. Es stand in der Beschreibung, stand 100 ml. Jetzt seht ihr mal, 85 Gramm. Jetzt muss ich nochmal nachholen. Jetzt habe ich noch ein bisschen reingefüllt. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier auf 100 Gramm sind, damit das auch so in etwa stimmt. 95, Achtung, macht Bling. Jetzt macht er Bling. Super. Das stimmt. Wir gehen auf Weiter. Und jetzt 20 Sekunden, Stufe 4. Normaler Rechtslauf ohne Temperatur. Deckelchen. Ah ja, was immer ganz gut ist, wenn ihr ein bisschen Öl in einem Behälter habt, geht ihr hier einfach mit dem Finger rein. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zum Thema Deckelpflege. Und dann könnt ihr euch mal angewöhnen, wenn irgendwas mit Öl ist, immer mal so ein bisschen hier oben. Ja, den Spruch vergesse ich mein Leben lang nicht. Wer gut schmiert, der gut fährt. Und dann hier rein damit. Und 20 Sekunden Stufe 4, Start. Wir sind durch, das obligatorische Ding-Dong. Wer so einen Türklingelton zu Hause hat, der wird sich oft auch schwer tun. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt kommen hier die 490 Gramm Mehl und 2 Teelöffel Backpulver in den Mixbehälter. Finde ich jetzt auch wieder eine tolle Sache. Am Anfang stand 500 Gramm Mehl und jetzt schreiben sie 490 und 2 TL Backpulver. Gut, jetzt muss man, das ist Puderzucker, das ist Backpulver, oder? Halt. Ja, Backpulver. 2 Teelöffel Backpulver, rein damit. Und dann haben wir jetzt hier, ich habe 500 Gramm abgewogen. Da werden wir mal schauen, wie das mit diesen 490 sind. Ich versuche mich ja immer mal so ein bisschen an die Rezepte hier zu halten, weil die von der MCC-Küche sich ja schon so ein bisschen was dabei gedacht haben. Aber wenn sie da jetzt 10 Gramm runtergehen, ich glaube nicht, dass das irgendwas jetzt ausmacht. Gucken wir mal. So. Vielleicht hätte man auch die, ja, ich glaube, es war einfach so, dass man hier diese 10 Gramm wahrscheinlich hier zu diesen Obst dazu macht. Ja, ich habe es verpeilt. Also, Asche auf mein Haupt, es lag nicht an den MCC-Lern, sondern es lag einfach dadurch, daran, wir machen jetzt hier 490, weil wir hier ja noch 10 Gramm genommen haben. Das heißt, ich mache jetzt hier 490 und jetzt haben wir 10 Sekunden Stufe 5. Jetzt geht es ordentlich ab. So, und Start. Habt ihr das gehört? Der hat so ein paar kleine Aussetzer gehabt. Die Früchte in den Mixbehälter geben und vorsichtig mit dem Spatel unterheben.
Also da muss man jetzt einfach mal schauen, wie das Ergebnis ist. Ich zeige euch das jetzt. Gefällt mir noch nicht ganz. Das heißt, ich hätte mir hier gewünscht, dass man sagt, den Rand nochmal runterkratzen und das Ganze nochmal starten, weil hier ist jetzt noch ein bisschen Mehl. Aber ich würde sagen, wir mischen das ja jetzt sowieso mit der Hand unter. Und da mache ich jetzt hier auch nicht einen riesen Fass auf, sondern wir machen einfach das jetzt mit der Hand. Jetzt stellen wir das wieder da drauf. Und dann geben wir jetzt die Früchte rein. Und da sieht man schon, durch dieses Mehl, ja, haben die natürlich auch schon so ein bisschen den Saft verloren. Mein Gott, notorischer Platzmangel in der Küche. Wem geht das auch so? So, und jetzt heben wir hier vorsichtig diese Ananasstückchen unter. Guckt euch das an. Ich mache das extra heute mal so mit der Kamera, weil ich keine Lust hatte, ein großes Setup aufzubauen. Aber ich denke mal, so seid ihr mittendrin statt nur dabei. Mensch, heute hau ich einen Spruch nach dem anderen raus. Nach der langen Zeit. So, jetzt haben wir hier die Ananasstücke untergehoben und den Rest machen wir sowieso dann, wenn wir das in die Auflaufform reinmachen, also in die Kuchenform. Das stelle ich jetzt mal kurz auf die Seite. Jetzt kommt eine Gugelhupfform einfetten und mit Paniermehl bestreuen. Kann ich mir ja sparen, weil ich hier Silikon habe. Hineingießen und im Ofen eine Stunde backen. Ich würde sagen, den machen wir mal etwas auf die Seite, weil ich ja heute mit Platz etwas beschränkt bin. So, da gucken wir mal. Jetzt gehen wir mal her und da zeigt sich natürlich auch wieder der Vorteil dieses Griffes. Ich sag euch, das Ding wiegt jetzt ordentlich was. Wir haben ja jetzt hier 500 Gramm Mehl. Wir haben hier die Ananas, 250 Gramm. Wir haben hier den Joghurt. Und wenn ihr das mit diesem normalen Griff halten müsstet, ja, ich sage euch, da macht ihr zweimal Kuchen und dann habt ihr euch das Fitnessstudio gespart. Also es ist wirklich schon eine tolle Sache. Ja. Also ich sage das nicht nur einfach so. Dieser Griff, der erspart einem schon hier richtig viel. Und es ist ja auch so, dass bei den TM-Serien, also bei Thermomix und Co., haben die ja den Griff hier eingearbeitet. Mann, Mann, ist das viel, hey. Und das ist natürlich dann schon der Vorteil, ja. So. Jetzt mache ich das alles noch rein. Ja, das ist schon ordentlich was. Ich muss auch immer aufpassen, dass wenn ich hier das reingieße, dass mir das nicht durch das Loch in dieser Gugelhupfform wieder unten raus macht. Dann muss man das immer mal wieder drehen. Oder man verstreicht das einfach oben. Das kann ich natürlich auch machen. Einmal so außenrum. Da ist noch eine Ananas. So, jetzt holen wir den letzten Rest noch raus. Und seht ihr, da wäre jetzt zum Beispiel dieser Spatel für unten gedacht. Den setzt man sich auf das Messer drauf. Ich weiß nicht, seid ihr? Ja, ihr seht das. Aber im Endeffekt, ja, wenn man hier so ein bisschen sich auskennt und das schon öfters gemacht hat, kommt man hier auch richtig gut unten rein. Und dann geht man einfach her und holt sich den letzten Rest hier raus. Und dann sind wir durch. Schaut euch das an. Das ist richtig viel. Ich stumpf diese eine Ananas noch unten drunter. Und dann mache ich immer außenrum noch diesen Silikonrand sauber. Das ist ganz gut, damit hier das nicht anbrennt. Ja, weil wenn ihr hier, seht ihr das da oben? Das ist das Erste, was euch dann anfängt anzubrennen, beziehungsweise ein bisschen brauner wird. Und damit es schöner aussieht, machen wir das weg. Dann bringe ich das hier, upsala, nee, wir machen es andersherum. Wir holen nämlich unser Gitterrost. Achtet bitte nicht drauf, wie das hier aussieht. Ich glaube nicht, dass das bei vielen Haushalten schöner aussieht. Das sind dann nur die fertig gemachten Fotos für Facebook, Instagram und Co. Da will man ja immer nur das Schönste zeigen. So. Der Teig schmeckt gut und ich würde sagen, eine Stunde ab in den Ofen. Der Kuchen ist soweit aus dem Ofen. Wundert euch nicht, ich habe den noch zwischenzeitlich hier von diesem Grillrost runter und habe ihn einfach auf ein ganz normales Backblech gelegt, weil das einfach hier besser gehalten hat. Und ja, was steht jetzt hier? Mit einem Holzspieß die Stäbchenprobe durchführen und die Backzeit gegebenenfalls verlängern. Natürlich habe ich das schon gemacht, als er im Ofen war. Ja, also ihr seht, das ist in Ordnung. Das ist absolut hier oben braun und richtig gut geworden. Und dann würde ich sagen, lassen wir den jetzt einfach abkühlen. Der zieht jetzt noch ein bisschen und dann stürzen wir den und schauen dann mal, wie er im Anschluss aussieht.
Also ich habe den Kuchen jetzt 5 bis 10 Minuten abkühlen lassen. Das ist, kann man auch mal ein bisschen länger machen. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal. Ich mache mir den meistens dann erstmal einfach hier drauf, falsch rum. Und diese Silikonform ist halt eine super Sache, dass sie sich einfach, wenn man hier ein bisschen anhebt, lösen lässt. Das werdet ihr gleich sehen. Ich hoffe, dass ich nicht zu lange gewartet habe. Aber meistens, wenn das dann hier der Anfang war, dann löst sich das auch hier außen rum. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie sich das bei einem Joghurtkuchen hier verhält. Das ist ja ein Joghurtanteil. Aber normalerweise müsste es gehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. So, gucken wir mal. Na, heute ist aber irgendwie der Wurm drin. Es kann auch sein, dass ich hier einfach ein bisschen zu lang gewartet habe. Ich war zwischenzeitlich abgelenkt. Das ist immer so eine Sache. So, jetzt gucken wir mal. Komm her. Na, wie sieht das aus? Das ist heute unfair. Ja, schaut euch das an. Das passiert natürlich bei mir auch manchmal, ja. Jetzt habe ich so dolle meine Form beworben und jetzt schaut euch das an. Da bricht der Kuchen auseinander, Leute. Das ist doch nicht nett. Vielleicht liegt das an der Ananas. Vielleicht hätte ich sie doch besser pinselt mit Butter bzw. mit Paniermehl, Semmelbrösel. Das ist natürlich jetzt eine doofe Sache. Ich zeige euch jetzt aber das Massaker, weil jeder von euch kennt das. Man hat einfach schlechte Tage. Ah, komm her, in der Küche. Und da könnte man am liebsten alles zusammenschreien. Aber was man nicht vergessen darf, man kann den Kuchen ja noch essen. Guckt euch das an. Also ihr denkt euch jetzt einfach hier dieses Loch weg. Ich verdecke das jetzt so mit meiner Hand. Und wir können jetzt, Achtung, dadurch, dass es ja eh schon kaputt ist, probieren wir den Teig vor Ort. Oh, lecker. Wir nehmen uns so ein Stück. Seht ihr, da ist die Ananas drin. Also er ist saftig und richtig lecker. Und man kann ihn natürlich jetzt nicht mehr für so einen tollen Sonntagnachmittagskuchen verwenden. Oh, ich muss aufhören. Ja, was sagt hier MCC? Der Joghurtkuchen. Also ich muss sagen, auf dem Bild hier sieht er ein bisschen besser aus. Und ich würde sagen, wir machen jetzt den Schluss und lassen uns einfach nichts anmerken. Und machen jetzt hier noch ein bisschen von dem Puderzucker drauf, als wäre der Zucker hier noch nicht genug. Und vielleicht können wir ja einfach den Schaden, den der Kuchen hier davon getragen hat, mit ein wenig Puderzucker verschönern. So, schaut euch das an. Auf das Thumbnail bin ich ja gespannt. Ich glaube, ich werde mir einfach hier ein Stück rausschneiden und präsentiere euch dann nur das Stück, damit ich euch von vornherein so ein bisschen auf den falschen Pfad lenken kann. Das ist natürlich eine tolle Sache. Dann habt ihr diese Überraschung, wie der Kuchen zum Schluss aussieht, dann auch. Und ja, dann komme ich ein bisschen näher. Halt, wir machen die Seite. Schaut euch das an. So, was für ein toller Kuchen das geworden ist. Also schmecken tut er wirklich gut. Wenn ihr das mit der Form richtig macht, also besser als ich, dann sieht er auch nicht so aus. Kauft am besten nicht so eine Silikonform. Nein, Scherz beiseite. Also bei mir hat das immer geklappt. Da war heute einfach der Wurm drin. Vielleicht liegt es auch an diesem Joghurtanteil. Ich habe das ja normal immer ohne Joghurt gemacht. Dann kann das sein, dass der einfach hier ein bisschen nass war auf der Unterseite. Aber ich mache den auf jeden Fall wieder. Dann würde ich mich in jedem Fall über einen Daumen hoch freuen. Lacht ein bisschen mit mir, wie mein Kuchen aussieht. Und wer noch nicht abonniert hat, bei mir sieht es nicht immer nach so einem Massaker aus. Könnt ihr mal unten in der Infobox gucken, da habe ich jede Menge Videos verlinkt. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal hier aus meiner Küche mit dem MCC. Bis dann.